built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Herzlich willkommen bei Motino. Neben mir ist der Thomas und ich bin hier in Mühlhausen. Der Thomas, der hat meine neue Maschine umgebaut, die stelle ich euch dann mal gleich vor. Aber fangen wir erstmal mit dir an, Thomas. Stell dich doch mal ganz kurz in kurzen Worten vor. Also ich bin Thomas Rechtmach, bin seit 1998 selbstständig, habe mich der Marke Ducati verschrieben. Ausschließlich bin ich früher Rennen gefahren, habe eigene Werkstatt betrieben, habe mich aus dem Renngeschäft dann zurückgezogen durch mehrere schwere Unfälle und habe mich auf Umbauten festgelegt, für speziell nach Kundenwunsch, ne, werden die Fahrzeuge von uns gebaut, alles Einzelstücke, ja, und das mache ich jetzt seit 1999. Mhm. Und ja, wir sind zu dritt hier in der Firma. Ich kümmere mich im Prinzip um Verkauf, Bestellung, Reparatur, Schrauben tue ich selber noch mit. Ja. Nein, also den Thomas habe ich über Facebook mal kennengelernt, habe seine Projekte immer aktiv beobachtet, habe gesagt, du Thomas, wenn ich mir irgendwann mal eine Ducati hole, dann sprechen wir miteinander. Ja. Und so kam das dann auch, er hat dann auch Wort gehalten. Jetzt gehen wir mal drauf ein und stellen euch Gina, die Ducati Street Fighter V4S vor. Also wie ich finde, richtig geil geworden. Wir gehen dann mal auch noch mit Nahaufnahmen dran und zeigen euch das ein oder andere. Und dazu hole ich jetzt einmal die Kamera her und dann sagen wir euch, was wir alles umgebaut haben und warum wir das gemacht haben. So. Also, eigentlich müsste man sagen, was wir nicht umgebaut haben, oder Thomas? Ja. Weil im Endeffekt haben wir alles von rechts auf links gedreht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal von vorne an und arbeiten uns dann langsam nach hinten und erklären den einen oder anderen, warum wir das dann auch gemacht haben. Ich habe jetzt zum Beispiel, was mir dann gleich am Anfang aufgefallen ist, sind dieses Kabel, was hier außen befestigt ist. Ja, den einen oder anderen ist es dann schon bei Facebook aufgefallen. Also wer mich da verfolgt, der hat den Umbau live fast miterleben können. Aber warum hast du das Kabel jetzt nicht, wie es normalerweise gehört, hier in dem Gehäuse innen verlegt, sondern hier außen mit so einem Kabelbinder? Erklär das doch mal wieder ganz kurz. Also Problematik ist bei diesen Fahrzeugen, die ja auch zum Teil auf Rennstrecke benutzt werden, dann halt auch, wie wir dann später sehen werden, mit Slickreifen ausgestattet werden. Die Slickreifen bauen bedeutend höher auf. Das sind praktisch keine 60er Höhen wie original, sondern 65er Höhen, 62er Höhen, 67er Höhen. Man kann Slicks nur mit Reifenwärmern halt auf Rennstrecke fahren, um die auf Betriebstemperatur zu bringen. Problem ist, wenn man den Reifenwärmer auf den Reifen hier aufzieht und beim Runterrollen löst sich das Kabel, was im Schutzblech verlegt ist, löst sich, man sieht es nicht und könnte dann zu massiven Problemen während der Fahrt führen, wenn das Kabel vom Reifen durchgeschliffen wird, weil sonst die ganze Elektronik nicht mehr funktioniert. Ausfall von ABS, Traktionskontrolle, Wheelie-Control, Launch-Control können die Folge sein. Deswegen legen wir das Kabel außen lang, dass es praktisch nicht beschädigt werden kann. Ja, ja. Ja, und dann haben wir natürlich noch ein paar so schicke Sachen gemacht hier von Desmoworld, wie ich weiß. Ne? Und hier die Abstandshülsen. Spacer. Schaut natürlich sehr, sehr lecker aus, genauso wie die Radhülse. Was haben wir denn dann noch gemacht? Also ich, wenn jetzt halt hier so in den Lauf hier reinschaue, was ist das da hier? Das sind die Lenkanschläge. Die Original-Lenkanschläge haben wir rausgenommen, weil die sehr, ja, sehr speziell sind. Bei geringen Bewegungen oder mal bei einem Sturz können die sehr schnell abbrechen. Ja. Wenn das Fahrzeug jetzt umfallen sollte oder mal stürzen sollte, schlägt die Gabelbasch gegen diese Gummipuffer hier auf und die Gabelbrücke bleibt heil, weil wir die unteren Anschläge rausgedreht haben. Ja, da ist der ganze Sinn, weil bei Rennstreckenfahrzeugen, die öfters mal hinfallen, müsste man nach jedem zweiten Rennen die Gabelbrücke tauschen, weil man nicht über die technische Abnahme kommt, wenn die dran sind. Und damit spart man sich einen Haufen Geld. Ist auch sehr praktisch. Der Lenkanschlag ist nicht verändert worden, also es ist der gleiche Lenkanschlag. Also nicht, dass die Armaturen praktisch jetzt hier einen Tank reinhauen. Ja. Das ist alles noch da. Ja, das ist halt sehr praktisch. Ja, es ist eine V4S, also nicht wundern, warum die Gabel nicht golden ist, weil die haben wir nämlich auch schwarz foliert. Vorne ist ja normalerweise die Maske grau. Ich blende euch immer wieder die Originalbilder der Maschine ein. Also da haben wir mit dem Folierer, wer ist das? Also unser Folierer ist der André Lehmann, auch aus der Reklamescheune hier in Mühlhausen, der ich alle unsere Projekte, die wir umbauen, in spezieller Handarbeit, also keine gekauften Dekorsätze, sondern alles in reiner Handarbeit, am Fahrzeug anpasst, zuschneidet. Ich mache das mit André jetzt über 15 Jahre.
immer top. Also die Adresse für Folierung bei Fahrzeugen oder Pkw oder Werbung, André Lehmann, Reklamescheune in Mühlhausen. Dann gehen wir mal weiter. Fangen wir hier oben an. Wir haben die Bremshebel, hast du getauscht? Brems- und Kupplungshebel wurden von der Firma Leitec genommen, genau wie die Fußrastenanlage von der Firma Leitec sind. Diese sind individuell im Drehpunkt einstellbar, ohne die Ansteuerung des Kolbens zu verändern. Man bewegt jetzt hier nur den reinen Hebel. Bei vielen Hebeln verändert man den Druckpunkt von der Stößelstange auf den Kolben. Ja. Und das kann dadurch kann Luft in die Kupplung oder geschwängert in die Bremse kommen, wenn der Kolben falsch gedrückt wird. Das passiert bei diesen Hebeln nicht. Sie sind auch im Sturzfall klapper, ja, mit einem gewissen Widerstand. Ja? Also es muss immer ein gewisser Widerstand in den Hebeln drin sein. Denn wer kleinere Hände hat, so wie ich, denen keine Handschuhe passen, man kommt sehr gern mal hier dagegen, dann klappt das nach oben. Das soll natürlich nicht passieren. Mhm. Ja? Das ist nur für einen Sturzfall gedacht, dass die Hebel nach oben klappen. Ja, bei der Fußrastenanlage, das ist natürlich auch wieder alles individualisierbar. Ja, ich kann mir das hier einstellen und vor allem das Schöne ist, ich habe halt auch die Möglichkeit der Umkehrschaltung. Wer mich kennt, der weiß, also ich fahre jetzt schon, glaube ich, seit 4 Jahren Umkehrschaltung und ich möchte es eigentlich gar nicht mehr missen. Dann haben wir auch die, ja, wie sagt man hier, die Behälter getauscht. Die sind von? Das sind Behälter von der Firma CNC Racing. Hier eine Carbon. Ausführung noch als extra dazu, es ist eine limitierte von Pramac Racing, die individuell für die Superbike-Marke gefertigt worden sind und heute kaum noch zu bekommen sind. Ja, dann haben wir die Blinker abgebaut. Ja, also wer hier hinschaut, der sieht, es sind keine Blinker mehr da. Da haben wir die Lenkerendblinker genommen von Kellermann und die Adapter von Desmoworld. Also wer da auf der Suche nach vernünftigen Adaptern ist, der geht mal zu Desmoworld. Der hat wirklich ein paar coole Skills, was so Zubehörteile angeht. Wie man zum Beispiel dann halt auch hier die Spiegel damit befestigen kann. Aber auch so kleine Schräubchen und Deckelchen. Und dann kommen wir später nochmal zu einem ganz besonderen Teil, auch was von Desmoworld ist. Ja, sehr, sehr lecker geworden. Den Tankdeckel hast du auch ausgetauscht. Der ist von? Der von Spider Racing aus Italien. Sehr einfache Bedienung. Ja, man braucht einfach nur nach unten drücken, einmal drehen, auf und wieder zu. Drücken, verriegelt der, fertig. Wunderbar. Ja, dann, was haben wir noch gemacht? Jetzt muss ich mal überlegen. Dann haben wir sehr viel Carbon verbaut. Also wir haben bei Illenberger Carbon haben wir ziemlich viel geordert. Also angefangen hier vorne von der Lichtmaske unten das Teil, den Fender, die Wings, die Kühlerverkleidung, unten die Seitenverkleidung. Hier, das da hast du gesagt, ist auch immer ganz wichtig, dass das in einem Stück ist, ne? Ja. Und natürlich auch den Heckfender plus den Monoposto. Da hast du gesagt, ja, ist manchmal ein bisschen nicht ganz so einfach, weil die Modelle bei Ducati schon sehr dynamisch sind. Da hat man hier wieder ein neueres Modell, wo man den, ja, hier das Ganze noch nicht ganz gepasst hat. Da musst du es noch ein bisschen nachfräsen. Original. Ansonsten ist das Zeug schon sehr, sehr passgenau von Illenberger. Aber der hat natürlich jetzt halt auch nicht sofort die neuesten Teile parat gehabt. Deswegen ist das der, was hat er zu mir gesagt gehabt? Original ist es ja das 24er Modell mit einem abnehmbaren Kupplungsdeckel, was im 24er Modell dann serienmäßig war. Im 22er Modell war dieser Deckel noch ein geschlossener Deckel, wobei die Kupplung kleiner war und der Deckelausschnitt hier kleiner war. Und dahingehend ist auch dann damals die Verkleidung, die untere Verkleidung von Illenberger angefertigt worden. In Rücksprache dann mit der Firma Illenberger habe ich es dann geändert und wird dann später auch in der Serie übernommen, so damit ihr das dann auch fürs 24er Modell dann halt auch kaufen könnt. Ja, und dann haben wir den ganz tollen Leckerbissen und zwar ist das auch wieder der Kupplungsdeckel von Desmoworld inklusive ja, dem ganzen Innenleben. Erklär das mal, weil wie gesagt, ein Idiot wie ich, ich bin da nicht dazu in der Lage. Was also, hast du da alles getauscht? Also das ist ein geänderter Gefräß, eine Eigenentwicklung von der Firma Desmoworld. Ich hatte da sehr viel Kontakt mit dem Chris Schipfer, der das in mehreren Versionen dann gefertigt hat. Dieser Kupplungsdeckel ist CNC gefräst mit einer Plexiglasplatte, die von innen separat abgedichtet wird. Uns hat das Innenteil immer nicht gefallen.
Es gibt dann ein Prototypenteil, was gefertigt worden ist, als diese Druckplatte hier vorne, die dann mit separaten Inlays nochmal versehen ist. Gibt es auch in allen Farben, ja, und ist eigentlich nur die Druckplatte für die Kupplung. Ein optisches Highlight, würde ich sagen. Ja, das Wichtige ist dabei, diese Schrauben, die muss man sich dann auch immer gleich mitbestellen, weil... Es sind den Schrauben. Also alle Schrauben, die an dem Fahrzeug hier verbaut worden sind, sprich hier Kupplungsdeckel und auch die Schrauben, sind sogenannte Dehnschrauben, die mit 12 Newtonmeter angezogen werden, die man nur einmal verwenden sollte. Optisch sieht es halt mit den schwarzen Schrauben noch ein bisschen besser aus, aber diese Schrauben sind immer neu zu machen. Ja. Jetzt ist der Auspuff normalerweise Silber, auch da blende ich euch mal ein Bild dazu ein. Das haben wir schwarz gepulvert. Was muss man da für eine Pulverung drauf machen, weil das muss ja gewisse Hitzebeständigkeit haben, oder? Also wir haben eine Firma, die das für uns macht, mehrere Sachen, die auch für die Bahn, für die Deutsche Bundesbahn arbeitet. Es wird Hochtemperatur gepulvert, um die 350 Grad wird das gepulvert und ist auch widerstandsfähig. Hat den Vorteil, bei einer Keramikbeschichtung wird es sehr, sehr schnell grau, bei dem Pulver bleibt der Farbton sehr lange tief schwarz. Also es verbrennt nicht und verändert auch nicht die Farbe nicht. Ja. Dann haben wir, gehen wir mal weiter hinter, diese Muttern hier. Da hast du mir gesagt gehabt, da soll ich aufpassen, dass ich da spezielle, ja, wie sagt man, da Bolzen nehme, damit ich das aufmache. Ne? Also für diese großen Radmuttern gibt es, die sind ja beschichtet, also galvanisch eloxiert in Rot. Man sollte niemals mit einem Schlagschrauber diese Muttern lösen oder festmachen. Immer auf Drehmoment achten. Und wenn man ein Werkzeug aufsetzt, also sprich eine Nuss, ja, sollte man vorher in die Nuss ein bisschen Folie tun. Okay. Damit man diese Beschichtung hier nicht beschädigt. Ne? Ist halt optisch dann eine Nuss, die halt zerkratzt. Das sieht halt nicht schön aus. Ne? Dann, was eigentlich als Standard dazugehört, ist natürlich der Kennzeichenhalter. Ja? Nicht wundern, der schaut jetzt schräger aus, als es ist, weil die Maschine hier noch auf dem Ständer steht. Dann haben wir neben dem kurzen Kennzeichenhalter auch die Kellermann-Blinker benutzt. Nein, das sind die. Moto-Gadget. Gott, oh Gott. Moto-Gadget, genauso wie die Spiegel, die sind auch von Moto-Gadget. Also die habe ich tatsächlich von Emma übernommen. Und ja, ich finde, bei China schauen sie auch sehr, sehr gut aus. Und die Blinker, die fügen sich halt wunderbar in das Gesamtbild ein. Und sind halt auch sackbeschell. Ups, mal die andere Seite vielleicht. Jawohl. Man sieht es gleich. Also das ist schon echt richtig schön hell, so wie es sein soll. Soll nicht nur gut ausschauen, sondern muss auch sicher sein. So, dann gehen wir mal weiter. Jetzt geht es zum Kettenblatt. Da haben wir ja auch ein bisschen was gemacht. Also wir haben das Kettenblatt, du hast das Kettenblatt getauscht. Und was hast du dann noch gemacht? Also wir verwenden, wie bei all unseren Rennmotorrädern, sogenannte Schnellwechselsysteme. Denn Rennfahrer wechseln je nach Strecke mal die Übersetzung von 41, 40, 42, je nachdem. Dieses System ist hier verbaut worden. Man sieht einen Grundträger, wo ein Kettenblatt aufgeschraubt wird, was man durch Entspannen des Exzenters dann auf der Rennstrecke, je nachdem, schnell mal tauschen kann und kann einen Zahn mehr oder einen Zahn weniger machen und sich den praktischen Streckenverhältnissen anpassen. Ja, mehr ist das eigentlich nicht. Bei uns extra nochmal serienmäßig dann auch bei den Werksuperbikes oder auch bei den Rennmotoren mit Sicherungsdraht nochmal als optisches Highlight nochmal verblendet. Mit Muttern auch dann wieder von CNC Racing und von Desmoworld. Wunderbar. Jetzt fällt mir auf, das ist ein Teil, das haben wir nicht bei Illenberger bestellt. Das ist von Ducati Performance, ist richtig? Ja. Das ist ein original Ducati Performance Teil. Wie ihr alle wisst, Julius ist offizieller Vertragspartner von Ducati Performance Teilen. Demzufolge passt die Struktur des Fenders von Julius optimal auch zum Schwingenschutz mit einem Titanschleifer von Ducati Performance. Passt halt schön ins Bild und kann im Sturzfall halt die Beschädigung der Schwinge vermeiden. Dann hast du hier noch so eine Verblendung auch von Ducati Performance gemacht? Ja, das ist auch ein Ducati Performance Originalteil. Das ist eine sogenannte Ritzelabdeckung vorne. Ist auch nur optisch und geschult der ganzen Optik des Fahrzeuges, weil ein Kunststoffteil würde dann nicht mehr dazu passen. Ja, nee, das muss man ganz ehrlich sagen. Und so fügt sich halt eines ins andere. Jetzt würde ich sagen, lassen wir die Maschine mal ein bisschen runter, weil dann schließen wir das Ganze nämlich ab mit dem Tank und der Folierung, was wir noch gemacht haben. Ja, der Tank, das war auch ein wenig ein Desaster. Der hat ja normalerweise ein graues Band gehabt und dadurch, dass wir das Grau komplett eliminiert haben, also normalerweise ist ja der Monoposto in Grau, du hast hier unten so einen grauen Keil drinnen gehabt, den Tank hier ein bisschen grau und vorne die Maske war grau.
Das hat mir persönlich jetzt nicht zu unserem Gesamtkonzept gefallen. Und entsprechend hatten wir hier dann immer dieses Problem, entweder wir müssen den Tank komplett lackieren, was ich nicht wollte, weil ich möchte die Maschine im Originalzustand wieder zurückversetzen können, wenn ich sie wieder abgebe. Und ja, entsprechend haben wir dann mit so einer Haube gearbeitet. Ne? Ich gehe mal auf die andere Seite, dann kannst du es vielleicht besser erklären. Wir haben, weil wir ein 24-Modell hier haben, was normal schwarz-grau ist, das hat gar nicht ins Bild gepasst, hier eine Tankhaube von der Firma Carbon World geordert, die sehr passgenau ist, die mit den Originalbefestigungsschrauben nur aufgesetzt wird. Man sollte den Tank halt vorher, den Originaltank, mit einer Schutzfolie unten drunter versehen, um Kratzer zu vermeiden. Diese Haube haben wir angepasst und dann, um der Optik stimmig ein stimmiges Bild zu geben, nochmal schwarz foliert. Ja, also das schaut schon echt super aus. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Hier haben wir foliert, wie gesagt. Hier siehst du die Carbonabdeckung. Da kommt jetzt dann natürlich auch noch so ein Tankpad hin. Und am Ende des Tages, ja, der Monoposto. Das ist natürlich ein optisches Highlight bei der Street Fighter. Ja, neben der Front natürlich auch hinten sehr, sehr cool. Auch das ist von Illenberger. Und da hat er mir, der Thomas, ein schönes Ducati-Logo aufgebracht. Also, wie ich finde, rundet es das ganze Bild wunderschön ab. Eines sei noch gesagt, weil wir vorhin noch vom Ritzel gesprochen haben. Ich laufe gerade nämlich noch mal vorbei. Wir haben hinten einen Zahn mehr gemacht. Dadurch habe ich natürlich eine bessere Übersetzung von unten raus. Ne? Ja. Ja, also ich denke, die Maschine ist wunderschön geworden. Ja? Schreibt es gerne mal unter den Kommentaren, was ihr davon haltet. Oder vielleicht hättet ihr was anders gemacht. Also wie gesagt, ich richte das immer ein bisschen so nach meinem persönlichen Gusto ein. Der Thomas, das ist das, was mir sehr, sehr gut gefällt. Er hat natürlich eine extrem hohe Expertise, von der ich jetzt profitiert habe. Er hat gesagt, pass auf, Motino, das, das und das, das sind Must-Haves, die musst du wirklich dran machen. Manchmal musste ich ein bisschen mit dem Lasso anfangen, weil der hat so viele tausend geile Ideen. Und ja, ich bin jetzt schon über Budget, aber scheiß die Wand an, man lebt ja nur einmal. Und ja, gerade bei der Maschine, ich denke, da ist jeder Cent gut angelegt gewesen. Also ich denke, das waren jetzt mal richtig interessante Einblicke, was beim Thomas so möglich ist. Also habt ihr Restauration, habt ihr Custom Bikes, habt ihr Race Bikes, es ist wirklich alles möglich. Je nachdem, wie groß euer Geldbeutel auch ist. Ne? Und der Thomas hat eigentlich immer Ideen. Und wenn man selber auf keine Ideen kommt, sagt man, ey Thomas, pass auf, da hast du eine Maschine, mach was Geiles draus. Das ist das Budget, viel Spaß, in 3 Wochen komme ich wieder und dann bitte fertig. Und auch nochmal vielen lieben Dank für die Geduld, die du mit mir hattest, ne? Weil ich war natürlich heiß wie Frittenfett. Wie Frittenfett. Und habe ihn dann immer wieder mal gefragt, ja, wie schaut's aus und so. Und dann hat er mal wieder WhatsApp geschrieben und ey, schau mal, Motino, da haben wir jetzt das dran gemacht und so weiter und so fort. Da hat dann auch wieder Post reingesetzt. Und auch vielen lieben Dank für alle Leute, die da ein bisschen so mitgefiebert haben, wie Gina am Ende ausschaut. Ja, also das war's jetzt. Ich denke, das ist auch genügend. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unter den Kommentaren. Wenn ich sie euch nicht selber beantworten kann, reiche ich sie an Thomas weiter und dann schaue ich, dass ich euch die Antwort dann zukommen lasse. Ansonsten verabschieden wir uns bei mir immer mit der Linken zum Gruße. Ciao. Ja, ciao. Der Thomas und der Motino. You're never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's better.